Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Die Zahlen der Zuwanderer wachsen immer weiter und das in einem der dicht besiedelsten Länder der Welt. Wo unterbringen? In Dresden wird ein Hotel zur Unterkunft für Flüchtlinge. Die kommen aus Syrien, Afghanistan und Russland. 280 sollen es sein, junge Männer zumeist. Die ersten werden am 11. September erwartet, wie die linke Sozialbürgermeisterin Dresdens stolz sagt. Die sogenannte Zuwanderung verläuft ungebremst weiter. Die Grenzen sind offen wie Scheunentore und im Lande lockt das Geld. 15.000 illegale Einreisen hat die Bundespolizei allein im August entdeckt, nur illegale wohlgemerkt. Wohin mit denen? Eine völlig offene Frage. In Sachsen kam einem kleinen Dorf in Oberbayern mit 1.300 Einwohnern, sollen zuerst 13 Zuwanderer im Rathaus untergebracht werden. Das Obergeschoss soll ausgebaut werden. Der Gemeinde Bichl im Landkreis Bad Tölz lässt die CSU-Regierung Zuwanderer zwangszuweisen. Die Gemeinde will Container kaufen, doch bis die da sind, sollen sie im Gasthof Bayerischer Löwe unterkommen, wohlversorgt. Hotels werden zu Migrantenheimen, lukrativ für die Hotelbesitzer. Peter Hane, schauen wir uns doch einmal an, wie das aussieht. Sie haben recherchiert, was bekommen die 280 Syrer und Afghanen im Dresdner Hotel geboten? Naja, Holger Douglas, ich könnte es kurz machen und sagen, ein Schlaraffenland. Und um es mal zuzuspitzen, die kriegen das, von dem normale deutsche Arbeiter nur träumen können, geschweige denn Rentner. Also, in diesem Hotel in Dresden ein Friseursalon, dazu eine Kantine für 3 Mahlzeiten am Tag. Die Köche, also nach denen man doch in Deutschland verzweifelt sucht, Lokale gehen doch pleite wegen Personalmangel, die Köche für dieses Flüchtlingshotel wurden sogar schon porträtiert und namentlich in den Medien vorgestellt. Allein deren Gehalt ist noch geheim. Und nun halten Sie sich mal fest, ein Mitarbeiter des Sozialamtes zieht gleich mit ein in dieses Hotel, damit gleich vor Ort das Behördliche und vor allem das Finanzielle geregelt werden kann. Also da fasst man sich doch nur noch an den Kopf, wenn man bedenkt, dass man bei Behörden, also wenn ich in Berlin irgendwas beantragen will, da muss ich monatelang auf Termine warten und in dem Hotel sitzt schon gleich einer vom Sozialamt. Berichtet hatten wir ja schon, dass für Flüchtlinge Pflegeheime geräumt werden müssen, also Alte raus, damit Flüchtlinge reinkommen und jetzt auch Hotels und das alles ist ja kein Einzelfall. Nein, absolut nicht. Also nicht nur in dem CDU-regierten Sachsen, wie jetzt in Dresden, nein, auch im CDU-regierten Berlin erlebe ich das in meinem Kiez zum Beispiel, nahe dem Kudamm. Und dort sitzt in dem Hotel auch gleich das Sozialamt zur Geldverteilung. Oder schauen wir ins ebenfalls von der CDU regierte Nordrhein-Westfalen. Da gibt's ein Paradebeispiel in Gladbeck. Da gibt's für Flüchtlinge jetzt ein 4-Sterne-Hotel. Da wehrt sich inzwischen auch die Bürgermeisterin von der SPD gegen. Aber solche Heime sind doch reinste Gelddruckmaschinen, wenn man sich das vorstellt. Der Besitzer des Dresdner Hotels kriegt zum Beispiel 36.000 Euro Miete im Monat, zuzüglich Reinigungsmittel, weil das ja die Flüchtlinge natürlich nicht selber können. Ja, geht's denn noch? Sie betonen, dass CDU regierte, aber das ist doch eigentlich in allen Bundesländern so. Naja, von den linken Illusionsparteien, da erwartet man doch schon nichts anderes, Holger Douglas, seien wir doch mal ehrlich. Da ist doch jeder willkommen, ohne Kontrolle. Hauptsache, alles ist schön bunt. Hören Sie doch diese Göring-Eckardts, Baerbocks, Claudia Roths, selber in teuren Luxuswohnungen jenseits der Probleme, aber das Volk leiden lassen. Das ist übrigens genauso mit der Schulpolitik. Also der Handwerker oder die alleinerziehende Supermarktkassiererin, die muss ihre Kinder in die örtliche Brennpunktschule schicken. Aber diese Herrschaften, die bevorzugen natürlich Privatschulen oder Internate im Ausland, wie zum Beispiel Frau Schwesig. Also ich habe ja in meinem Buch Nicht auf unsere Kosten eine ganze Liste aufgestellt, wohin diese Politiker ihre Kinder zur Schule schicken. Ich bin nie verklagt worden, also stimmt es doch. Und daran kann man doch erkennen, wie heuchlerisch das alles ist.
Und unseren Berufsstand nehme ich gar nicht aus. Auch der linke Hauptstadtjournalismus macht es ganz genauso. Also Inklusion und Integration fordern und davon schwärmen, aber die eigenen Kinder in Privatschulen schicken. Das ist einfach Pharisäertum, abgrundtiefe Heuchelei. Aber zurück zur CDU, nach der Sie fragten. Die übertreffen ja inzwischen noch Linksgrün in ihrer Tatenlosigkeit. Es gibt, soll ich ein Beispiel erzählen? Ja, bitte gern. Ja, also Donnerstag im Bundestag, vor ein paar Tagen erst. Da ging es um die Flüchtlingspolitik, um die offenen Grenzen, um die Überforderung der Kommunen und der kleinen Dörfer mit der riesigen Zahl meist junger arabischer Männer, die ja Flüchtlinge genannt werden. Also ist ja auch ein Witz. Noch schlimmer, Geflüchtete oder gar Schutzsuchende. So, und da schwingt Alexander Dobrindt von der CSU eine Wahlkampfrede zur Rettung Söders in Bayern. Für den gehen die Umfragen ja dramatisch zurück. Und das war eine richtige Wahlkampfrede. Und dann erlaubt sich die AfD-Politikerin Beatrix von Storch eine Zwischenfrage. Und da fragt sie, warum hat die Union, also CDU und CSU, einen konsequenten Grenzschutz und die übrigen Maßnahmen nicht durchgesetzt, als sie an der Regierung war? Also warum hat damals die CDU nicht die Grenzen geschlossen, statt sie aufzumachen? Und Dobrindt? Er geht nicht darauf ein. Er tut so, als wäre die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD Luft. Aber rein rechnerisch vertritt die ja inzwischen nach allen Umfragen fast ein Drittel der Deutschen. Rechnet man die Nichtwähler und die Splitterparteien da ab? Also man fasst das ja gar nicht mehr. CDU und CSU haben die Dämme 2015 durchbrochen. Also Holger Douglas, ich kann das Gerede über Merkel nicht mehr hören. Es war nicht Merkel. Es waren alle Unionsministerpräsidenten, die da mitgemacht haben. Es waren doch die jubelnden Parteitage von CDU und CSU. Es war auch ein Herr Söder mit seinem Teddybär-Empfang auf dem Münchner Hauptbahnhof. Das ist doch alles nicht vergessen. Sie hatten darüber diskutiert, unter anderem in Ihrer Talksendung im ZDF vor der Kulisse des Brandenburger Tores. Gab es da nur Klatschhasen oder auch schon warnende Stimmen? Oh doch, es gab warnende Stimmen, aber eben nicht von CDU und CSU. Und man konnte damals übrigens noch offen reden. Ich hatte zum Beispiel zum Flüchtlingsthema 7 Sendungen gemacht. Und ich hatte ja immer 2 Gesprächspartner. Da war mal Claudia Roth mit Heinz Buschkowski. Ach, ich werde es nie vergessen, da ging's zur Sache. Da wurde richtig gefeitet. Oder Renate Künast zusammen mit einem Polizeigewerkschafter. Und der Höhepunkt war dann Sarrazin mit dem grünen Politiker Ströbele. Ja, das wäre doch heute bei den Öffentlich-Rechtlichen gar nicht mehr möglich. Ich habe das damals in 7 Sendungen gemacht, solche Paarungen mit Leuten, die heute ja kein Pieps mehr sagen dürften, weil sie unter dem Verdikt stehen, sie seien rechtsradikal oder gar Nazis oder was auch immer. Ich habe das damals auch unter dem Sperrfeuer der Kollegen gemacht, die sagen, na ja, gut, das ist eben Hane. Aber das ging noch. Und ich werde nie vergessen, eine Sendung direkt nach dieser unsäglichen Grenzöffnung 2015, da war eine junge Grenzpolizistin aus Bayern bei mir in der Sendung. Die brach in Tränen aus, als sie von Freilassing und Kiefersfelden, also von den Grenzübergängen, berichtete. Über 10.000 sogenannte Schutzsuchende pro Tag, sagt sie. Fast alles junge arabische Männer, die sie als Polizistin respektlos und voller Verachtung behandelt haben. Die Frau in Uniform, da lachen die doch drüber. Und sie berichtete das unter Tränen, schon im Oktober 2015. Alles ist unkontrollierbar. Ich werde nie vergessen, habe die Sätze noch im Ohr. Wir winken nur noch durch, sagte sie. Holger Douglas, das ist auch CSU-Politik.
Und kein Wunder, dass ein Dobrindt im Bundestag peinlich darüber schweigt. Doch die aktuellen Umfragen besagen ja, die Quittung kommt. Das Volk wacht auf. Ja, ich erinnere mich noch gut an die Sendungen und man kann sagen, Ihr Mut kam nicht erst seit der Pensionierung. Jenseits des Wahlkampfs gibt es aber jetzt ganz nüchterne Zahlen, also keine Verschwörungstheorien oder Fake News, sondern harte Fakten. Wie sehen die denn aus? Naja, die Integrationskapazitäten, wie es so schön heißt, sind ja längst überschritten. Und dennoch steigt ja die Asylzuwanderung nach Deutschland weiter dramatisch an. Also es ist übrigens mal nebenbei gesagt, die AfD, die immer wieder mit parlamentarischen Anfragen die Herausgabe dieser Zahlen erzwingt. Und die sind ganz nüchtern. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also das sogenannte BAMF, gab es 28.000 Erstanträge im August. Das sind 17% mehr als im Juli. Die 205.000 Erstanträge, die bis Ende August gestellt wurden, die bedeuten ganz klar gerechnet, das sind Fakten, das ist ein Anstieg um 77% gegenüber dem Vorjahr. 77%. Und da ist die Dunkelziffer noch nicht mal einberechnet. Und dann kommen wir zu den Abschiebungen, die finden ja kaum mehr statt. Die gibt's ja fast gar nicht. Und dann faselt ein Herr Söder im bayerischen Wahlkampf von einer Asylwende, die er einleiten will. Und dann lasse man sich das mal über der Zunge zergehen. Asylwende einleiten. Ja, was gibt's denn da noch einzuleiten? Da muss man doch jetzt handeln und zwar sofort. Und der Herr Aiwanger mit seinen Freien Wählern, der macht da fröhlich mit. Auch das gehört zur Wahrheit. Also warum sagt man nicht klipp und klar, Grenzen zu, aber sofort? Und übrigens, lieber Holger Douglas, ich erinnere mich noch an einen Satz von Wolfgang Schäuble. Unvergessen, bei mir in der Sendung auch 2015, es ging auch um die Flüchtlinge. Da sagte Wolfgang Schäuble, die Hauptfrage für einen Politiker muss sein, wie viel Toleranz verträgt ein Volk? Und diese Toleranzgrenze, die ist meines Erachtens inzwischen überschritten. Das Volk toleriert das nicht mehr. Das Volk wehrt sich. Ja, schauen wir nur mal nach Upal, jenem 500-Seelendorf in Mecklenburg-Vorpommern. Dort bekommen die Einwohner jetzt zwischen 200 und 300 meist arabische junge Männer aufs Auge gedrückt. Sie haben versucht, sich zu wehren, aber ein richterlicher Beschluss liegt vor, die müssen dorthin. Naja, es ist ja erstmal ganz gut, dass sich die Leute wehren. Und wenn die Politik, wie in dem Dorf Upal eben, das ja zum Symbol dafür geworden ist, wenn die Politik das ignoriert, wie Sie ja zu Recht sagen, dann muss man sich über künftige Wahlergebnisse nicht wundern. In Hessen oder in Bayern, da geht's ja jetzt los. Aber es gibt natürlich auch Erfolge für solche Volksbegehren. Und nun, darüber haben wir ja bei Tichys Einblick auch berichtet, ausgerechnet im Wahlkreis von CDU-Chef Merz wurde ein Flüchtlingsheim sozusagen gekillt. Die Beamten von Düsseldorf, alles CDU, die den Leuten das Heim schmackhaft machen wollten, ergriffen nach dem Volkszorn buchstäblich die Flucht, die hauten ab. Das Ergebnis dieser riesigen Bürgerversammlung, das Heim kommt nicht. Und wer hat sich auf dieser Versammlung nicht sehen lassen? Der direkt gewählte Abgeordnete der CDU, sein Name Friedrich Merz. Also die sind zu feige, sich dem Volk zu stellen. Das ist das, was mich richtig aufregt. Und sie jammern jetzt über Rechtsradikalismus. Das ist, verstehen Sie, das ist doch total irre. Die Bürger haben die Schnauze voll. Und die sehen auch, dass da Kulturen aufeinanderstoßen, die eben nicht zusammenpassen. Also höchstens in den Hirnen von Claudia Roth oder Markus Söder. Ja, und Kulturkampf kommt jetzt noch hinzu. In Dresden stand vor dem Haus, in das jetzt die 280 Syrer und Afghanen sollen, über 40 Jahre lang eine Skulptur, die eine nackte Frau zeigte. Und die ist jetzt plötzlich weg.
Tja, das, also wissen Sie, das ist doch wie im Tollhaus. Vor diesem Hotel, es war übrigens früher der Sitz von Robotron. Also es ist nicht irgend so ein Plattenbau, das ist ein richtig tolles Hotel. Da wurde jetzt klammheimlich über Nacht diese lebensgroße Bronze, von der Sie sprachen, entfernt. Das ist die Skulptur einer harmlosen Frau in Sitzhaltung. Also man sieht sozusagen nichts an, vor allem nichts Anstößiges. Die ganze Sache ist doch eher lächerlich. Ja, und dann sagt die Stadt Dresden, man muss schließlich Rücksicht nehmen auf die dort einziehenden jungen arabischen Männer. Also da muss man tief durchatmen. Die abendländische Kultur des Gastlandes zieht also wieder mal den Kürzeren. Aber die Kirchen zum Beispiel, die verzichten ja selber schon auf Kreuze oder auf den Dom im Wappen von Köln oder sogar im Wappen des Erzbistums. Also wir erleben einen Ausverkauf unserer Kultur unter dem Deckmantel falsch verstandener Toleranz. Aber dieses Rücksichtnehmen auf Kulturen hat ja Grenzen. Bei Ihnen in Berlin gibt's ja gerade den schönen, pikanten Fall, dass sich ausgerechnet die Grün-Alternative-Szene gegen ein Asylantenheim wehrt, weil man dort Übergriffe auf die dortige Schwulenszene fürchtet. Und dabei sind das doch gerade diejenigen, denen es nicht bunt genug sein kann. Ja, lieber Holger Douglas, das ist nun der Hammer aller Hämmer. Das ist Heuchelei, das ist Pharisäertum in Potenz. Man glaubt's gar nicht. Also, Schwulenlokale laufen jetzt Sturm gegen ein Asylantenheim, richten Bittgesuche an den CDU-Bürgermeister, man solle doch bitte dieses große Asylantenheim woanders errichten. Denn in diesem Kiez verkehren vor allem Schwule, Transgender und alle möglichen anderen. Ist das doch irre? Dieselben Leute, die es nicht bunt genug kriegen können, die blocken plötzlich. Sind das jetzt Nazis? Sind das Rechtsradikale oder was? Aber eins geben die doch damit zu, und das ist interessant. Diese jungen Araber sind also eine Gefahr für die Regenbogenszene, sonst müssten sie sie ja nicht wehren. Ach, kann ich da nur sagen und ironisch hinzufügen, dann können die doch gleich der AfD beitreten, dann haben sie eine politische Lobby. Also Deutschland verkommt doch zu einem Irrenhaus. In dem ein neues Geschäftsfeld aufwächst mit Flüchtlingsheimen, kann man nun wirklich viel Geld machen. Ja, und das ist eben das Hauptproblem. Jedes Hotel, jedes Pflegeheim, das jetzt zum Flüchtlingsheim umgewandelt wird, ist die reinste Gelddruckmaschine. Also, wir haben ja eben schon gesagt, 36.000 Euro Miete pro Monat in Dresden, in diesem Hotel. Das ist doch Geld im Schlaf verdient. Bei mir im Kiez kassiert ein Hotelier 30 Euro pro Person pro Tag. Also pro Tag, ohne jede Gegenleistung. Er stellt ja nur die Zimmer zur Verfügung. Ja, da ist doch jeder, der noch arbeitet oder sein Hotel oder Pflegeheim trotz Personalnot über Wasser hält, schön blöd. Also, summa summarum, wir stehen am sogenannten Kipppunkt. Lange lassen sich die Bürger das nicht mehr gefallen. Das ist meine Meinung. Sie stehen vor verschlossenen Gasthöfen, während die Köche im Flüchtlingsheim für teures Geld angestellt sind. Sie erleben, wie ihr Dorf zu einem Drittel aus jungen arabischen Männern besteht. Nein, das kann nicht gut gehen. Und deswegen, die Politik wäre gut beraten, endlich zu reagieren, und zwar wie in einer Demokratie üblich, im Sinne der Mehrheit des Volkes. Peter Hane, ich bedanke mich für diese Zustandsbeschreibung Deutschlands im September 2023. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.